gewartet hatte. Keiner durchschaut das Spielchen zwischen Fronzek und Kögel. Binz zu spät gegen den starken Fronzek und Ersatzmann Kastel macht die Stuttgarter nach 45 Minuten zum Tabellenführer. Kaum einer in der Liga flankt so präzise wie Fronzek und Kastel bedankt sich für seine Aufstellung. 0:1 zur Halbzeit und nur 47.000 waren gekommen. Ja, ich glaube, wenn man die ganze Saison sieht, wie Eintracht Frankfurt von Saisonbeginn an um die Meisterschaft spielt, also immer oben unter den ersten dreien war und dann den Zuschauerschnitt hier sieht, das ist schon enttäuschend. Eike Immel sah in der zweiten Halbzeit das Spiel meist auf sich zukommen. Der VfB beschränkte sich auf das Verteidigen des Ergebnisses. Manfred Binz, natürlich, sie brauchten ein Tor. Außer habe ich Gefühl von Anfang an gehabt, also irgendwo machen wir ein Tor. Entweder Andy macht oder Uwe macht oder Jeboa macht. Oder vielleicht Sippel. Er kam kurz nach der Pause für seinen Stürmerkollegen Jörn Andersen. 4 Minuten später ein Freistoß von Binz und Sippel machte das Tor. Sein 11. zum 1:1. Woran liegt das denn, dass sie so viele Tore schießen und immer auf der Reservebank sitzen? Ja, da müssen Sie den Trainer fragen. Ich spiele seit erster Tag hier mit der Zweispitze und will ich ja weiterspielen. Wenn einer schlecht ist, geht er raus, kommt der Neue rein und so. Und der Neue ist ein echtes Schlitzohr. Schlendert anscheinend völlig unbeteiligt um die Mauer herum, versteckt sich hinterrücks und wartet. Und der Rest ist bekannt. 1:1. Jetzt wurde es aufregend. Vor allem für die Maestros. Dialog der Schnauzbärte. Nach vorne, nach vorne, nach vorne! Nach vorne! Und komm, Manuel! Manuel! Die ausgerissen, Ball! Weiter! Eintracht Frankfurt drehte den Spieß um und der gerade erst eingewechselte Lothar Sippel erzielte den wichtigen Ausgleichstreffer. Seinem Spitznamen Joker hatte der quirlige Stürmer wieder alle Ehre gemacht, als er im richtigen Moment zur Stelle war. Es blieb beim 1:1. Frankfurt übernimmt die Tabellenspitze und endlich hat auch der Trainer Erbarmen mit dem Reporter. Steffi, ja. Jetzt zeigt ja, ist dabei. Wie ist die Reaktion? Sehr zufrieden, also wir gehen also wie die Schnecke von nach vorne, gell? Aber jeder Schritt ist ja sicher, mit dem Spiel bin ich ja nicht zufrieden. Okay. Aber in solchen Spielen muss man zufrieden sein, wenn man ein Ziel erreicht hat. Ein Tor, das das Tor öffnen könnte zur Frankfurter Meisterschaft. Der 1:1 Ausgleichstreffer gegen den VfB Stuttgart bescherte der Eintracht 7 Spieltage vor Schluss die erneute Tabellenführung. Vor dem Anpfiff hatte man sich sicher mehr als nur ein Unentschieden erhofft, denn der VfB musste auf seinen Weltmeister Guido Buchwald verzichten und kurz vor Spielbeginn kam auch das Aus für Matthias Sammer, Adduktorenzerrung. Das als Revanche hochstilisierte Duell Möller gegen Sammer fiel aus. Auf Frankfurter Seite musste Lothar Sippel zunächst doch auf der Bank Platz nehmen, obwohl Jörn Andersen seinen Trainer zuletzt nicht mit Toren überschüttete. Ich habe ja gesagt, er kann jedem ein schlechtes oder zwei schlechte Spiele spielen. Die Mannschaft, die angefangen hat, hat er verdient, ja wieder aufzulaufen. Und dadurch habe ich mir gedacht, ja, der Lothar soll vorerst rausbleiben. Ich bin es jetzt schon gewohnt, damit umzugehen, glaube ich. Ich habe zwar nicht so eine Bundesliga-Erfahrung wie der ein oder andere hier, aber ich glaube schon, dass ich auch auf ein bisschen Erfahrung zurückgreifen kann, dass ich das also gelassen hinnehme. Es wurde nichts aus dem vielversprochenen Spitzenspiel. Die Ballkünstler und Ideengeber der Eintracht hatten gestern nicht ihren besten Tag. Zudem bekam Andi Möller in Uwe Schneider einen unbekannten, aber auch unangenehmen Bewacher an seine Seite. Und Uwe Bein hatte von Sverrisson nicht den Platz bekommen, um sich wie gewohnt entfalten zu können. Das hochgelobte Mittelfeld der Eintracht war neutralisiert. Die größte Chance der Gastgeber wurde von Schiedsrichter Delving zunichte gemacht. Ralf Weber bekam erst von seinem Gegenspieler Kastel klar die Beine weggezogen, dann von Delving die gelbe Karte wegen Schauspielerei gezeigt. Klare Fehlentscheidung. Eintrachtstrainer Dragislav Stepanovic hatte seinen Zigarello schon fast für die Halbzeitpause ausgehen lassen, als Kastels 1:0-Führung für den VfB neue Glut in den Stumpen brachte und Steppi damit kräftig Dampf abließ. Auch kein Rauch ohne Feuer, die Szene, in der es im Frankfurter Strafraum lichterloh brannte, noch einmal. Fronzek flankte, Falkenmeier und Weber fühlen sich nicht zuständig, Sammerersatz Kastel bedankt sich, 0:1 der Halbzeitstand. Und nach dem Wechsel kam er dann doch, Lothar Sippel, Eintrachts ungeliebter Goalgetter. Der
Torwart ist ja für die Tore immer gut. Ja. Von seinem Spiel bin ich nie zufrieden. Er kann sich immer verbessern, aber der ist ja da, Tore zu machen. Und genau 270 Sekunden benötigte der vom KSV Hessen-Kassel gekommene Stürmer, um seine Aufgabe zu erfüllen. 11 Tore hat Lothar Sippel in dieser Saison bereits erzielt, dennoch steht er bei Stepanovic auf der Abschussliste. Ich sag mal, wenn ein Trainer bei Uwe Bein, bei Andi Möller, bei Manni Binz oder bei mir sagt, er will die Typen nicht verändern, ich sag, dann muss er das bei anderen genauso machen. Dann kann er nicht sagen, die Art von dem gefällt mir nicht oder die von dem nicht. Wenn, dann muss man alle gleich behandeln. Und Lothar ist ein eigenwilliger Typ. Aber ich meine, man sieht es ja auch jetzt wieder heute im Spiel, dass das natürlich auch seine Stärke auf dem Platz ausmacht. Und seine Stärken sind zum einen Schlitzohrigkeit, hier schummelt er sich hinter die VfB-Mauer, und zum anderen sein Torriecher. Lothar Sippels Näschen hat der Eintracht das Unentschieden gerettet und ihm vielleicht eine bessere Position für einen neuen Vertrag gebracht.